Hallo Freunde, ja, mal wieder herzlich willkommen oder in dem Fall mal herzlich willkommen zu einem kleinen Statement-Video. Gestern Abend war ein fettes Gewitter bei uns und ich bin relativ früh ins Bett. Wollte eigentlich noch Videos rendern, aber bei dem Gewitter lieber nicht, weil nicht, dass mir den Rechner zerschießt oder so. Wach heute früh auf und sehe, was? Über 1000 Abonnenten? Das kann nicht sein, dachte ich mir. Ich habe dann den Matthias von BBTV mal kontaktiert und habe gesagt, hey, was soll ich machen? Wieso? Woher? Warum? Der konnte sich dann auch nicht recht erklären und jetzt ist es meine Ansprache ganz ehrlich an euch. Ich habe damit nichts zu tun und ich will damit auch nichts zu tun haben. Mir tut es weh. Ich habe am 21.01.2014 habe ich meinen Kanal gegründet und habe seitdem so viel Herzblut in den Kanal investiert und es ist auch immer wieder schön, eine Reaktion von euch zu haben und auch immer wieder zu bekommen und es macht mir einfach Spaß. Mir geht es nur einfach darum, Spaß zu haben und das habe ich. Ich habe das am Spielen, ich habe es am Let's Playen, ich habe allgemein einfach Spaß daran und mir geht es weder um Abos noch um Views oder um sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur der Spaß am Spiel, den ich euch vermitteln möchte und ey, das tut mir gerade so arg im Herzen weh, dass sich irgendeiner dann Spaß erlaubt hat und, keine Ahnung, mir damit eins auswischen will oder, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, was das ist und was das soll. Und ey, falls derjenige, der das Ganze initiiert hat, das sehen sollte, ey, ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz mieser Scherz und eine ganz, ganz miese Aktion. Ich werde den Kanal weiterlaufen lassen. Es wird aber Konsequenzen geben. Ich war am 500 Abonnenten-Special dran. Das kann ich mir jetzt in die Haare schmieren. Ein 1000 Abonnenten-Special werde ich nicht machen. Weil ich fühle mich da nicht wohl dabei. Ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Weil das ist nicht meine eigene Leistung, das ist nicht meine Arbeit. Und ich weiß schon selber nicht, was ich dazu sagen soll. Für mich ist es einfach, das tut mir selber weh. Das tut mir richtig weh. Ich mach's gern. Ich mach's wirklich gern. Und ich war auch schon drüber, wie gesagt. Aber ich werde es nicht releasen. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Das entspricht komplett entgegen meiner Grundsätze und deswegen, Leute, nehmt es mir nicht böse, der Kanal wird weiterlaufen, aber ich weiß nicht, woher es kommt und ich will es auch nicht wissen. Das ist eine ganz, ganz miese Nummer, absolut eine miese Nummer und ich sag mal, ich würde es verstehen oder ich würde es gern verstehen wollen, warum sowas jemand macht. Wenn er mir damit helfen wollte oder wie auch immer, das ist keine Hilfe, echt nicht. Und da Faith in Humanity mal wieder total für den Arsch, ganz ehrlich, weil ich stecke Arbeit rein und zwar echt nicht wenig und ihr steckt auch Arbeit rein, ihr müsst euch ja den Scheiß auch noch angucken, was ich mache. Und müsst, könnt, wie auch immer. Es tut mir auf jeden Fall echt von Herzen weh und es tut mir von Herzen leid. Und ja, Leute, der Kanal wird weiter existieren, aber bloß damit ihr das wisst. Ich habe damit nichts zu tun und ich will damit nichts zu tun haben und ich distanziere mich davon. Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Servus.